Für mich bedeutet Arbeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein möglichst breites Spektrum an Störungsbildern kennenzulernen und auch möglichst viele Behandlungsmethoden umsetzen zu können. Für mich bedeutet VITOS, dass ich Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren kann. Für mich bedeutet Arbeit in Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein starkes Team an meiner Seite zu haben. Für mich bedeutet Arbeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass ich die jungen Patienten und Jugendlichen, aber als Chefärztin natürlich auch die Mitarbeiter, in ihrer Entwicklung begleiten kann. Wir wollen heute einen Alltag darstellen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und der Tag beginnt direkt morgens um 8 Uhr mit unserer Frühbesprechung. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandeln wir kleine und große Patienten ganz unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, zum Beispiel Ängsten, Depressionen oder gar Suchterkrankungen. Und was heißt das eigentlich konkret? Ich heiße Ann-Christine Waschlewski. Ich arbeite seit 2016 hier als Teil des therapeutischen Behandlerteams in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das Tolle an unserer Arbeit ist, dass wir in einem multiprofessionellen Team arbeiten. Das heißt, ich arbeite zusammen mit Therapeuten, mit Ärzten, mit Kollegen aus dem Erzieher- und Pflegedienst und mit anderen Spezialtherapeuten. Das heißt, wir haben einen großen Pool an Erfahrungen und an Grundwissen, aus dem wir schöpfen können. Und das Spannende an unserer Arbeit ist, dass wir hier besonders unterschiedliche Störungsbilder und besonders vielfältige Störungsbilder kennenlernen. Wir können alle Behandlungsmethoden, die wir kennen, anwenden. Wir können so unsere therapeutische Identität entwickeln und verteilen gleichzeitig die Verantwortung auf alle Schultern. Die Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, aber auch eine sehr wirksame. Das heißt, man geht am Ende des Tages mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Man weiß, was man gemacht hat. Und man weiß auch, ich gehe in den Feierabend und meine Patienten sind gut betreut. Nach der Frühbesprechung geht es erst auf die Station. Dort findet die multiprofessionelle Übergabe statt und meistens danach die Visite. Das heißt, die Patienten werden mit den Ärzten, mit den verschiedenen Therapeuten im Einzelnen besprochen. Mein Name ist Ann-Christine Vielwert. Ich habe Ende 2017 mein Medizinstudium abgeschlossen und arbeite seit 2018 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei VITOS in Riedstadt. Ich bin dann im gleichen Jahr noch Mutter von Zwillingen geworden und arbeite nun nach meiner Elternzeit wieder hier in Riedstadt in Teilzeit. Wir haben hier flexible Arbeitszeitmodelle. Das gestaltet sich folgendermaßen. Wir haben eine feste Kernarbeitszeit, zu der man hier ist, und eine Rahmenarbeitszeit, in der man flexibel ist. Work-Life-Balance ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte nicht auf meine Familie verzichten und ich möchte aber auch gleichzeitig eine gute Arbeit leisten, eine gute Ärztin sein und meine Patienten gut versorgt wissen. Das ist bei VITOS in Riedstadt sehr gut möglich. Wir haben viele Ärzte, die diesem Teilzeitmodell folgen, die in Teilzeit arbeiten und die auch sehr froh darum sind, so Beruf und Familie gut vereinbaren zu können. Danach ist Zeit für Einzel- oder Gruppentermine oder auch für Familiengespräche. Wir beziehen die Familien da immer mit ein. Hallo, mein Name ist Sarang Sunkusre und ich arbeite seit 2,5 Jahren in Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich würde sagen, dass ich habe meinen Platz in Kinder- und Jugendpsychiatrie gefunden. Als Berufsempfänger fühlt man sich nicht wie zum Beispiel in eine somatische Klinik in kaltes Wasser geworfen. Ich habe immer ein starkes Team bei mir, das mich ganz eng begleitet. Dazu gehört auch mein Vorgesetzter und auch Frau Dr. Duwe, die Klinikdirektorin. Sie hat immer ein offenes Ohr für alle Probleme und alle Fragen. Dazu möchte ich sagen, dass die Arbeit auf der Station mit den Kollegen macht viel Spaß. Die Kollegen sind sehr hilfsbereit. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zeit, die ich mit meinen Patienten verbringe. Ich kann ganz individuell meinen Patienten auf dem Weg begleiten. Dadurch habe ich viel Zeit, um Beziehungen aufzubauen und herauszufinden, was dem Patienten in seiner Situation am besten helfen kann. Manche Patienten profitieren von Gesprächen ins Büro. Manche freuen sich auf einen Spaziergang auf ein schönes Gelände. Und ein von meinen Patienten könnte sich gut öffnen, währenddessen, dass ich mit ihm Fußball gespielt habe. So, letztendlich für mich geht es darum, dass ich mich freue, nächsten Tag auf die Arbeit zu kommen. Danach ist Zeit für individuelle Arbeiten, zum Beispiel Befundberichte, Fortbildung oder Rücksprache mit dem Oberarzt oder im Team. Mein Name ist Annette Duwe. Ich bin seit 2014 Klinikdirektorin der VITOS-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Riedstadt.
Was macht die Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so spannend? Man hat mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun. Die Kinder, die Jugendlichen, die Familien, aber natürlich auch die Mitarbeiter. Die Arbeit kann auch manchmal belastend sein. Wir haben manchmal verschiedene Schicksale zu bewältigen. Wir haben Kinder mit verschiedenen Problemen, die sie mitbringen, wie sie ihre Beziehungen gestalten, wie sie Konflikte lösen oder wie sie ihre Emotionen regulieren. Deswegen ist uns die Zusammenarbeit im Team sehr wichtig. Wir investieren auch in das betriebliche Gesundheitsmanagement, das heißt eigene Entspannungsmethoden, Rückenschule, gewaltfreie Kommunikation, Training, auch mit schwierigen Situationen gut zurechtzukommen. Da gibt es strukturierte Weiterbildungsprogramme, die unsere Mitarbeiter durchlaufen und von denen sie in ihrer Alltagsarbeit sehr profitieren können. Ein anderer Aspekt sind die individuellen Karrierechancen. Wir schauen ja bei unseren Patienten auch immer sehr individuell, welches Kind braucht was, welche Familie braucht welche Art von Therapie. Das können ganz unterschiedliche Methoden sein und genauso gucken wir auch bei den Mitarbeitern. Wer hat welches Profil, wer hat welches Interesse, wer kann in welcher Weise gefördert werden oder wer möchte sich wohin entwickeln. Ja, was braucht es, wenn man in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten möchte? Manche haben eine Scheu davor, sich diesem schwierigen Bereich sozusagen zu nähern. Das möchte ich Ihnen eigentlich ein bisschen nehmen. Wenn Sie ein Mensch sind, der sich für Beziehungen und für Entwicklungen interessiert, dann ist das hier ein ganz spannendes Umfeld. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die so aus der Somatik kommen, die vermissen dort, dass man sich doch sehr auf ein Symptom orientiert und das behandelt und dann den Patienten auch wieder entlässt. Und sie wünschen sich mehr eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen, also auch auf die dahinterliegenden Probleme, das Umfeld, die Familienstruktur. Und das ist genau das, was wir hier tun. Und wenn jemand ein Interesse hat, sich länger und vertieft mit Patienten zu beschäftigen, mit Zeit, mit einem multiprofessionellen Team, was auch gemeinsam reflektiert über die verschiedenen Probleme und Lösungsmöglichkeiten, dann ist das genau das Richtige. Und ich kann nur jeden ermutigen, sozusagen, sich da mal ranzutrauen. Ja? Und die meisten, die zu uns kommen und das erstmal so ausprobieren wollen, bleiben dann auch sehr gerne und begeistert bei uns.